Ja, und ein herzliches Willkommen zu Gothic 2 Mod Ohrkrieg. So, wir wollen mal hier ein bisschen quatschen. Bezahl mich erstmal. Was ist mit dir Rede? Wer bist du? Ich heiße Grimes und beiße hier jetzt schon verdammt lange auf Granit. Wie bist du hier gelandet? Diese Milizionäre haben mich am Strand gefunden und gleich hierher verschleppt. Da habe ich ja schon mal Glück gehabt. Woher kommst du denn? Ursprünglich vom Festland, aus Seden. Allerdings wurde ich wegen einem kleinen Missgeschick in die Minenkolonie in Kurinis geworfen. Kaum war die Barriere zusammengebrochen, haben mich die Paladine erwischt und ich musste weiter in ihren verdammten Erzminen graben. Als ich dann endlich freigekommen bin und fliehen konnte, bin ich hier gelandet und wurde dieses Mal zum Steineklopfen verurteilt. Mein Leben ist der letzte Dreck. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich habe aber auch keine Lust mehr, von hier wegzulaufen. Da lande ich nur in der nächsten Strafkolonie. Was für Crimes? So. Noch jemanden? Hey. Hier, hey du. Was gibt's? Erstmal, jetzt darfst du mit mir auch wieder reden. Wer bist du? Ich bin Ferris, der Vorarbeiter der Gefangenen hier. Ich hab gehört, dass du der bist, der die Höhle gesäubert hat, nicht wahr? Da hast du richtig gehört. Nun, dann danke ich dir. Die Situation wurde langsam kritisch. Was meinst du damit? Hätten wir uns noch länger geweigert zu arbeiten, hätte Kali die Geduld verloren und die Situation wäre eskaliert. Aber die Situation ist im Moment eh katastrophal. Wenn das so weitergeht, verrecken wir alle so oder so. Was ist hier denn so schlimm? Wir müssen hier fast 15 Stunden am Tag Schwerstarbeit verrichten und bekommen dann noch nicht mal genug zu essen und zu trinken. Das machen hier nicht alle mit. Jede Woche sterben hier 2 bis 3 Arbeiter. Aber jede Woche kommen auch neue Arbeiter in den Steinbruch. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Schau dir doch mal den Friedhof an, den wir anlegen mussten. Wie bist du hier gelandet? Die Sache mit dem Steinbruch lief schon ein paar Monate gut und so langsam wurde die Miliz, allen voran Kale, gierig. Statt wie bisher nur Schwerverbrecher aus den Kerkern zu nehmen, haben sie immer mehr Kleinkriminelle und Unruhestifter hierher verfrachtet. Um möglichst viel Profit aus den Gefangenen herauszuschlagen, wurden sie teilweise von bestochenen Richtern zu längeren Haftstrafen verurteilt, als eigentlich erlaubt. Ich bin hier, weil ich diese Entwicklung öffentlich angeprangert habe. Man hat mich schnell verhaftet und als Unruhestifter und Volksverhetzer zu langer Haft verurteilt. Wie ist der Steinbruch entstanden? Als die Stadt Austria entstand, braucht man irgendwoher massig Steine. So entstanden hier einige Lager mit Steinmetzen, die ihre Steine an die Stadt verkauften. Als dann die Orks ins Land kamen, überfielen sie den Steinbruch und töteten alle Steinmetze hier. Danach war ein paar Monate nichts los. Da die Nachfrage an Stein sehr groß war, jedoch niemand sich mehr zum Steinbruch traute, wurde über einen kostengünstigen, aber effektiven Ersatz nachgedacht. Jemand kam dann auf die Idee, die Schwerverbrecher der Miliz als Arbeiter zu benutzen und sie in diesem Lager einzusperren, sie zum Wohle der Stadt arbeiten zu lassen. Wie ist die Stimmung unter den Gefangenen? Schlecht. Hier sitzt ein Haufen von Kriminellen, werden ausgebeutet und unterdrückt. Die Wachen haben kein Mitleid mit uns. Die Wachen unterbinden außerdem alle Streitigkeiten am Tag und ich versuche Konflikte am Abend zu unterbinden. Die meisten sind nach dem Tag sowieso viel zu erschöpft. Kaylee hat mir den Auftrag gegeben, euch auszuspionieren. Du bist ihm zu nichts verpflichtet. Wir brauchen jemanden Unabhängigen, der für uns mit Kaylee vermittelt. Wie kann ich euch helfen? Handle mit Kali bessere Arbeitsbedingungen aus. Es geht dabei vor allem um bessere Verpflegung, aber auch um mehr Ruhezeiten während der Arbeiten. Wenn du es schaffst, Kali zu überzeugen, uns ein wenig besser zu behandeln, wären wir sehr dankbar. Kali zu überzeugen wird zwar nicht einfach, du könntest aber mit deiner Arbeit sehr viel helfen. Wieso versucht ihr keinen Aufstand? Den Wachen sind wir zwar zahlenmäßig weit überlegen, aber sie sind besser bewaffnet, ausgeruht und ausgebildet. Dagegen haben wir keine Chance. Außerdem, was würde uns das bringen? Der Wald ist gefährlich, die Milizen schützen uns ja auch vor den Monstern außerhalb des Steinbruchs. Manche von uns wollen auch niemanden töten und manchen ist alles egal. Das spricht alles gegen einen Aufstand. Wen sollte ich hier noch kennen? Kali und mich kennst du ja schon. Craig, Melvin, Ian und Rebet heißen die anderen Wachen. Jeder von ihnen hat noch eine bestimmte Zuständigkeit. Unter den Gefangenen solltest du dich einfach umsehen. Vielleicht haben ja manche ein Anliegen. Früher oder später wirst du sie schon kennenlernen.
Die meisten wollen aber nur ihre Ruhe. Respektier das. Ja, klingt ziemlich traurig. Hey, du. Hä? Wie kann ich Kaylee überzeugen, die Gefangenen besser zu behandeln? Ich habe von ein paar belastenden Dokumenten erfahren, die in Carleys Hütte lagern. Wenn du ihm diese zeigst, wird er seine Meinung bestimmt schnell ändern. Weißt du, in welcher Hütte Kaylee haust? Carleys Hütte ist die, die am nächsten an der Gefangenenhöhle liegt. Aber mehr kann ich hier nicht sagen. Irgendwo in der Hütte müssen die Papiere liegen. Okay, ne, werden wir uns dann mal auf die Spur machen. Hey. So, jetzt darfst du auch was mit mir reden. Du hier? Ich habe keine Zeit, um viel zu reden, okay? Lass mich in Ruhe. Ja, lass mal dich eben in Ruhe. Digga. Gar kein Problem, Digga. Dann noch irgendwelche Spinnifaxe? Hey, du. Crimes, die haben wir schon. So, jetzt darfst du auch mit mir reden. Was ein Goldstück, Alter. Was bist du denn für einer? Hallo, ich bin Ben. Alles klar bei dir? Na klar, mir geht's voll gut. Warte mal. Warum bist du hier? Hab eine Kneipe zerlegt. Ist aber nicht meine Schuld. Da war so ein kleiner Gnom. Der hat gesagt, dass ich alle töten soll. Bestimmt. Schön crank. Ganz schön crank. So, da trinkt erstmal ein, ja, okay? Der Gnom ist aber leider verschwunden, seit ich dieses Zeug hier trinken muss. Sehr schön. Da freue ich mich. Okay. So, Traffic. Die Gefangenen sollen besser behandelt werden. Das ist mir egal. Wir behandeln sie nicht unmenschlich. Alles andere ist mir vollkommen egal. Ich kann doch bestimmt etwas tun, um deine Meinung zu ändern. Wenn du unbedingt willst. Im Moment blockiert dein Keiler den Weg nach Austrie. Kaylee hat gemeint, ich soll das Vieh von meiner Wachschicht erledigen. Angeblich soll sich das Vieh direkt auf der Brücke eingenistet haben. Wenn du das Vieh für mich erledigst, werde ich bei Kaylee für dich sprechen. Ja, gut, das machen wir gleich. Da haben wir es weg. Drüben ist er doch. In der Mistvieh. Glück. Weg ist der Kümpel. Sehr schön. Auch wieder was erledigt. Ja, haben wir da auch noch viel Viehzeug. Gut. Ach, wenn wir immer hier sind. Wumps hat's gemacht. Oh, siehst du. Auch klein Level up. Perfekt. Ja, sehr schön. Gefährliche Viecher. Was ist das denn? Oh Gott, sind die hässlich. Ich glaube, in irgendwelcher Mod habe ich das schon mal gesehen. In irgendwelcher Mod habe ich das Viehzeug schon mal gesehen. Ich weiß halt nicht mal welcher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Viehzeug schon mal gesehen. Hässlich wie die noch. Moini. Was gibt's? Du bist? Ian. Und was machst du so? Ich schlage Gefangene, wenn sie nicht arbeiten. Scheint ja eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit zu sein. Ich schlage auch Leute, die mir dumm kommen.
dann kann ich mir ja schon vorstellen, warum du hier bist. Ich habe mehr Leuten die Nase gebrochen, als du Jahre alt bist. Was hältst du von Kaylee? Erst in Ordnung, jetzt verzieh dich. Was gibt's? Ich brauche deine Zustimmung, damit Kaylee die Gefangenen besser behandelt. Hä? Kannst du mir helfen? Verpiss dich, Mann. Kann ich dich irgendwie überzeugen? Laber mich nicht voll. Na dann. Bei dir braucht es wohl schlagkräftige Argumente. Was? Ich hau dir die Hucke voll. Jetzt sprichst du meine Sprache. Elender Drecksack. Wirklich. Versuch das ja nicht nochmal. Und wie ich das mach, du was Arsch. Gibt's? Gut, du hast... Na, wie sieht's Na, aus? Wie sieht's aus? Mach doch, was du willst. Gut. Dann eben nicht. Na, da haben wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe gemacht. Wir sind ja traveled. Wir sind der Arsch. Warte ja. mal. Gucke mal. Ich habe den Keiler erlegt. Ich werde nachsehen, sobald ich Zeit finde. Aber was wolltest du nochmal? Die Gefangenen sollen besser behandelt werden. Ach so, ja. Dann werde ich Kali Bescheid geben. Na, Subi. Mensch. Wer bist du? Was ist denn los? Wer bist du? Wer bist du? Die Jungs nennen mich Craig. Und, was machst du hier? Ich bin hier für die Nahrungsmittelversorgung zuständig. Gibt es einen besonderen Grund, warum du hier bist? Warum fragst du das? Naja, man hört ja ab und zu, dass zum Steinbruch versetzt zu werden eine Strafe ist. Da könntest du recht haben. Allerdings bin ich wohl die einzige ehrliche Haut hier. Wie meinst du das? Ich habe mich freiwillig gemeldet, um den Sträflingen zu helfen, indem ich sie so gut wie möglich mit Nahrung versorge. Was hältst du von Kaylee? Manchmal ist er etwas hart zu den Gefangenen, andererseits auch nie wirklich unfair. Allerdings mal unter uns, er ist ein verdammter Gierschlund. Die Gefangenen sollten besser behandelt werden. Ganz deiner Meinung. Richte Kaylee aus, wir haben genug Nahrungsmittel und könnten problemlos die Rationen der Gefangenen erhöhen. Huch, das war ja einfach. Mir sind die Gefangenen nicht ganz so egal wie den anderen. So, kurze Pause, ich bin gleich wieder da. Weiter geht's. So. Was ist denn los? Okay, also da hat das mir schon gesagt. Gut. Aha. Gleich mal lesen. Logbuch. Sei gegrüßt, Korinthes. Korinthes. Gesamte Einnahmen im 9. Monat. 47.345 Goldstücke gezahlt an die Stadt Austria. 31.000. Sold für die Jungs 4,5. Bonussold für Kelly 9,4. Und Bonussold für Corentes 2000. Gezeichnet Kelly. Verpasst deine Anteile nicht wieder im Puff. Sehr gut. Na, Kelly? So, Ian, den haben wir verkloppt. Mit dem haben wir auch schon geredet. So, Chef, werden wir mal reden mit dir, hä? Hm? Du hast nie ausgefressen, mein Freund, hä? Hm? Ich möchte bessere Arbeitsbedingungen für die Gefangenen aushandeln. Mhm. Dann würde ich an deiner Stelle mal überzeugende Argumente hören lassen. Ich hab da was Feines. Schau mal, was ich gefunden habe. Aber das ist doch... Wie bist du... Ganz ruhig. Du weißt, was ich will. Ja, ja, gib mir bloß den Brief. Hier hast du ihn. Ich werde nochmal ernsthaft über die Situation der Gefangenen nachdenken.
Du Arsch. Travis gibt seine Zustimmung. Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe ihm nur ein bisschen geholfen. Schon klar. Ian sagt, ich soll machen, was ich will. Das ist wohl in seinem Fall eine Zustimmung. Habt ihr euch geprügelt? So kann man das nicht sagen. Ich habe ihn verprügelt, er hat zugesehen. Dieser Holzkopf brauchte mal wieder eine Abreibung. Craig sagt, es gibt genügend Vorräte, um die Rationen zu erhöhen. Das war ja klar. Naja, wie dem auch sei, er hat wohl recht. Ferris hat mir einige unschöne Sachen erzählt. Ich weiß nicht, was du meinst. Gefangene ausbeuten, Richter bestechen. Ja, ich hab verstanden. Alles gelogen. Selbst wenn, Gerüchte verbreiten sich schnell. Was willst du? Behandle doch die Gefangenen besser. Na schön, schaden kann es ja nicht. Ich kann dir doch bestimmt auch bei irgendetwas behilflich sein. Wenn ich's recht überlege, wäre da tatsächlich etwas. Kennst du Ben schon? Er ist ein wenig verwirrt, aber durchaus eine tüchtige Arbeitskraft. Wegen seiner merkwürdigen Krankheit müssen wir ihn immer mit dieser Medizin vollpumpen. Das Mittel ist uns allerdings schon fast ausgegangen. Bevor wir ihn festgenommen haben, hat er eine ganze Kneipe zerlegt. Uns wurde gesagt, gebt ihm sein Mittel, dann passiert sowas nicht mehr. Dummerweise haben wir keine Ahnung, wo wir noch mehr von dem Zeug herbekommen. Wenn du ihm mehr davon beschaffst, wäre ich bereit, dir entgegenzukommen. Ich soll jetzt ernsthaft jeden Goblin auf der Insel nach Bens Heilmittel anquatschen? Hey, du wolltest mir behilflich sein. Ich habe dich nicht gefragt. Ich bitte dich, die Gefangenen besser zu behandeln. Und das soll ein überzeugendes Argument sein. Ich gebe dir 300 Goldstücke. Na, das nenne ich doch mal überzeugend. Was sagst du als Unbeteiligter eigentlich zum Thema Intelligenz? Ich habe schon bessere Sachen gehört. Geil. Du bist so überflüssig wie ein Sandkasten in der Wüste. Aha, interessant. Ich habe 2 Minuten, also erzähl mir alles, was du weißt. Sehr komisch. Ich würde mich ja geistig mit dir duellieren, aber ich sehe, du bist unbewaffnet. Das ist nicht dein Ernst, oder? Sag mal, klauen deine Eltern? Du siehst so mitgenommen aus. Lustig. Übst du schon wieder intellektuelle Zurückhaltung? Ich habe verstanden, was du mir sagen willst. Ich bin nicht beeindruckt. Deine Mutter stinkt nach Fisch. Bisher war es ja lustig, aber das geht so weit. Wenn du die Gefangenen nicht besser behandelst, werde ich dich umbringen. Mit solchen Drohungen wird die Situation der Gefangenen nicht besser. Okay. Habe ich alle? Ian habe ich. Jared habe ich. Hier noch jemand? Ah ja, pennt noch jemand. Ja, den haben wir. Ansonsten. Ansonsten noch irgendwer? Ah, hier. Hey, Melvin? Du. Hat man mit Melvin schon geredet? Ah, nee, noch nicht. Hilf Stimmt. mir, Kaylee zu überzeugen, die Gefangenen besser zu behandeln. Meine Überzeugung hängt davon ab, wie überzeugend du sein kannst. Wie viel? 100 Goldstücke und keines weniger.
gibt es keine andere Möglichkeit. Naja, wenn du bei mir, sagen wir, Handelsgüter im Wert von 200 Goldstücken erwirbst, dann gebe ich dir meine Zustimmung umsonst. Was machst du bei den Wachen? Ich bin für die Instandhaltung unserer Waffen und Werkzeuge verantwortlich. Du scheinst ja nicht sehr begeistert von deiner Position hier zu sein. Tja, man kann sich eben nicht alles im Leben aussuchen. Wieso bist du hier? Ich wurde hier zwangsversetzt, weil ich als Zeugwart in Austria ein paar Sachen nebenbei verscherbelt habe. Als der Kommandant das mitbekommen hat, war ich schneller hier, als ich gucken konnte. Ich glaube, Kommandant Gauss konnte mich noch nie leiden. Was hältst du von Kaylee? Er hat die richtige Einstellung im Leben. Er kratzt alles Gold zusammen, was er kriegen kann. Allerdings könnte er mir rück ein bisschen mehr von seinem Gold abgeben. Ich habe genug Gold bei dir ausgegeben. 200 Goldstück. Zeig mir deine Ware. So, was hast du denn vom Müll? Aber kein Teleporterstein, ne? Sonst kriegst du ja überall einen Teleporterstein, wirklich. Aber hier kriegst du keinen. So, erstmal hier. Ja. Hier ist dein Gold. Kaylee wird nur Gutes über. Okay, nun gehen wir wieder zu Kaylee und sagen denn das. Wenn der so freundlich ist. Wo ist denn der? Ja. Hey, du. Ich möchte. Dann würde ich an. Melvin ist begeistert von mir. Genau. Wie viel Gold hast du dem gierigen Schwein in den Rachen geworfen? Genug. Ich verstehe. Habe ich genügend überzeugende Argumente geliefert? Siehste? Du kannst Faires ausrichten, dass die Gefangenen bessere Arbeitsbedingungen zugesprochen bekommen. Na, sehr gut. Ferris, Ferris, Ferris. Bin der Freak, ja. Hey, du. Hey Mann, was gibt's? Ah, gute Nachrichten. Kaylee will eure Situation verbessern. Das habe ich auch schon gehört. Sehr gute Arbeit. Ich würde mich ja gerne erkenntlich zeigen, aber Moment, ich habe eine Idee. Wenn du mal wieder in Austria vorbeikommst, gib das hier meiner Frau Isabella. Eigentlich wollte ich ihr jeden Monat schreiben, aber ich bin nicht dazu gekommen, den Brief nach Austria zu schicken. Inzwischen muss sie sich unglaublich Sorgen machen. Wenn du ihr diesen Brief gibst, wird sie dir bestimmt das eine oder andere Goldstück überlassen. Wir haben noch anderes zu besprechen. Allerdings sollten wir das nachts tun, während wir unter uns sind. Triff mich in der Zelle der Gefangenen. Na gut. Na, gehen wir fix pennen. Und dann quatschen wir heute Abend nochmal. Ach, können wir gehen gleich ja pennen. Das? Ja, doch, geht. Bis Mitternacht. Was ist mein Bett? So, wo ist er denn? Ferris, ja. War schon. Ferris, aufstehen. Guten Morgen. Hey Mann, was? Du wolltest mit mir sprechen? Es gibt da etwas, das du für uns Sträflinge noch erledigen musst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine Ratte unter den Sträflingen haben. Eine Ratte? Irgendjemand spioniert uns für Kaylee aus. Deine Aufgabe ist es, herauszufinden, wer dahinter steckt. Idealerweise überredest du ihn, für uns zu arbeiten. Die anderen Sträflinge fühlen sich alles andere als wohl, wenn sie wissen, dass alles, was sie sagen, gegen sie ausgelegt werden könnte. Wenn du den Spion aufdeckst und er Kaylee ab sofort falsche Informationen liefert, würde es hier viel ruhiger zugehen. Wie soll ich den Spion finden? Frag bei den Gefangenen rum. Du kannst auch Kaylee direkt fragen. Nur bei der Antwort ist eine andere Sache. Nachdem du unsere Arbeitsbedingungen verbessert hast und damit die Stimmung hier deutlich verbessert hast, schuldet er dir was. Wenn du diese Angelegenheiten für uns geregelt hast, werden dir alle Sträflinge vertrauen. Da kannst du dir sicher sein. Okay. Okay. Wer ist deiner Meinung nach die Ratte? Lyril scheint mir ziemlich verdächtig. Er hat erleichterte Arbeitsbedingungen und ich habe das Gefühl, dass er auch mehr Essen bekommt. Es könnte aber auch sein, dass Kaylee diesen Eindruck extra erzeugen will, um uns in die Irre zu führen. Also beschuldige Lyril nicht einfach so. Wenn ich mir sicher wäre, dass er die Ratte ist, würde ich dich nicht um die Hilfe bitten. Na gut, na dann
legen wir uns erstmal hin und dann werden wir morgen früh mal ein bisschen quatschen. Mal sehen, wer die Rotte ist. Scheiße, setzt alles. Ist da noch Platz? Ach komm, können wir gehen kuscheln zusammen. Merlin, komm. Na dann werden wir mal gucken, wer hier die feige Ratte ist. Hey du! Wo hast du deine Medizin? Welche Medizin? Woher hast du die scheiß Medizin noch von der ganze Zeit trinkst? Ach, das habe ich von dem alten Einsiedler bekommen, erlebt allein in einer Hütte, im Wald, irgendwo bei dem großen Bauernhof. Hast du eine Ahnung, wer die Gefangenen ausspioniert? Hä? Das weiß ich doch nicht. Mir wäre das jedenfalls viel zu anstrengend. Jo, danke für deine Hilfe. Bist ein echt netter Typ. Schweins, glaube ich, eher weniger. Wer spioniert die Gefangenen aus? Da bin ich ein wenig überfragt. Ich bin es jedenfalls nicht. Ich bleibe lieber hier. Letztendlich stolpere ich sowieso wieder in irgendeine Mine. Da hat er nicht ganz unrecht. Sträfling. Zentan vielleicht? Wer spioniert die Gefangenen aus? Ich würde es mal bei Lyril versuchen. Okay. Hier ist der Arsch. Hey, du! Lieber nochmal speichern vorneweg. Hey. Umdrehen. Was machst du hier? Was machst? Ich habe keine Zeit um viel... So. Hey, du! Das hat man schon geklärt. Wer ist der Spion, der die Gefangenen ausspioniert? Hey, ich hab doch keine Ahnung, woher sollte ich das wissen? Du bist der Spion für Kaylee. Ich? Also pass mal auf, ursprünglich bin ich mit einem Kumpel hierher gekommen. Wir waren einfache Diebe, aber mein Kamerad Bolton hat sich Kaylee angeboten, den Spion zu machen. Und dafür sollen wir beide besser behandelt werden. Jedoch ist erst kürzlich, kurz nach Arbeitsbeginn, etwas Furchtbares passiert. Große Steinbrocken haben sich auf den Fels gelöst und sich direkt auf ihn. Kaylee hat gesagt, es wäre ein Unfall, aber ich bin mir sicher, dass irgendwer Bolton absichtlich den Weg geräumt hat. Wieso sollte ich dir helfen? Aus irgendeinem Grund brauchst du das Vertrauen der Gefangenen und das bekommst du nur, indem du mich dazu bewegst. Woher weißt du? Ich bin ein Spion und schon vergessen, da bekommt man nun mal so ein oder andere Interessantere mit. Nun gut, dann erzähl mir mal mehr zu dem Unfall. Was willst du wissen? Ist dir sonst etwas merkwürdig vorgekommen? Nein, ich war nicht beim Gerüst und ich bin erst danach dazu gekommen. Hast du irgendwelche Hinweise für mich? Da es noch nicht lange her ist, kannst du dir die Stelle des Steinbruchs und des herumgefallenen Steinhaufen ansehen. Boltons Leiche wurde allerdings schon begraben. Seine Leiche war so stark zerschmettert, dass man nichts mehr erkennen konnte. Bald hat Ferris ja etwas bemerkt. Er hat Bolton begraben. Was macht dich so sicher, dass es kein Unfall war? Instinkt. Hast du eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Zwei der Sträflinge waren über ihm auf dem Gerüst und hätten dafür sorgen können, dass sich die Steine lösen. Was bekomme ich dafür?
Wenn du mir sagen kannst, wer da Mord begangen hat, werde ich Ferris als Doppelspion und arbeiten und dann den Sträflingen wertvolle Informationen geben. Ich mache mich auf die Suche nach Antworten. Hauptsache, du findest heraus, wer Boltan umgebracht hat. Also hör dich hier im Lager gut um. Okay, naja. Wollen wir mit Ferris reden? Hey Mann, was gibt's? Pass mal auf. Wo warst du, als das Unglück mit Boltern geschah? Das war wirklich schlimm. Ich habe weiter unten gearbeitet und deshalb nicht ganz so viel mitbekommen. Lyril ist sehr unglücklich, seit Boltern von uns gegangen ist. Soweit ich weiß, waren die beiden richtig gute Freunde. Kannst du mir irgendwelche Hinweise geben? Ich habe Boltern begraben. Seine Leiche sah echt furchtbar aus. War vollkommen zerschmettert und hatte eine große Stichwunde im Rücken. Die Steine, die da heruntergefallen sind, waren wohl ziemlich spitz. Das Gestein hier bekommt scharfe Kanten, wenn es nicht richtig geschlagen wird. Frag dazu Grimes, er ist der erfahrenste Schürfer. Mit Gestein kennt er sich genauso gut aus wie mit seiner eigenen Schürferklamotte. Lyril vermutet einen gewaltsamen Tod. Ich hoffe nicht, dass seine Vermutung zutrifft. Eigentlich sind die Sträflinge eine eingeschworene Gemeinschaft. Wir sitzen alle im selben Boot. Hier geht's ums blanke Überleben. Wenn sich herumspricht, dass einer der Sträflinge ein Mörder ist, ist die Moral komplett am Boden. Hey, du! Was weißt du über Boltans Tod? Das ist wirklich eine komische Geschichte. Ich konnte nicht direkt sehen, was passiert ist, aber es gab einen ziemlichen Schlag und schon wurde Boltan von den Steinen zerquetscht. Ferris meint, Boltan hätte eine Stichwunde im Rücken. Tatsächlich? Das ist merkwürdig. Der Stein kann zwar scharfe Kanten bilden, aber spitze Formen, die eine Stichwunde verursachen, habe ich noch nicht gesehen. Kannst du mir irgendeinen Hinweis geben? Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Der Stein hier ist zwar hart, aber nicht sehr spröde, sodass er eigentlich ohne Spannungen im Gestein aufgebaut werden kann. Die einzige Möglichkeit, einen solchen Steinschlag zu erzeugen, ist entweder verdammt viel Pech oder man arbeitet darauf hin. Anders kann ich mir das nicht erklären. Immer noch hier? Da könnte man auch noch. Hey, du! Zentern? Was ist bei Boltans Tod genau vorgefallen? Ja, das war ein Unfall. Wir hatten gerade mit dem Arbeiten angefangen und nach den ersten Hieben mit der Spitzhacke löste sich plötzlich eine ganze Lawine aus der Felswand. Da ich genau über Boltan arbeitete, fiel das ganze Gestein auf ihn hinunter, während ich mich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Ich habe ganz normal, wie sonst auch immer, gearbeitet. Und dann ist der Unfall passiert. Lyril glaubt nicht an einen Unfall. Glaube mir, es war nur ein dummer Zufall. Ist dir irgendetwas komisch vorgekommen? Es ist merkwürdig, dass die Steine einfach so abbrechen konnten. Ian hat meine Arbeit täglich kontrolliert und nie etwas beanstandet. Und nachts sind wir in der Zelle. Du hast Boltan umgebracht. Mann, ich habe dir doch gesagt, es war ein Unfall. Der Fels hätte bei sauberer Arbeit gar nicht abbrechen können. Das hätte Ian doch dann auffallen müssen, als er mich kontrolliert hat. Warum sollte er Carly nicht melden, dass ich jemanden umbringen will? Vielleicht steckst du mit Ian ja unter einer Decke. Was? Pass auf. Ich habe dir schon mal erzählt, dass mich Ian gefangen genommen hat. Am liebsten würde ich den Kerl umbringen. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, mein eigentliches Ziel war Ian. Normalerweise hat er immer auf Boltern rumgehackt und diesen Moment wollte ich nutzen, um ihn mit den Steinen zu erschlagen. Das hat leider nicht ganz funktioniert. Er ist an dem Tag einfach an Boltern vorbeigegangen, somit hat es ihn nicht erwischt. Ich habe Boltern wohl umgebracht. Du hast Mann, ich habe dir doch gesagt. So, okay. Wollen wir das jetzt hier Ian erzählen? Hey, du!
Ich weiß jetzt, was passiert ist. Hast du ein Geständnis? Setan war es. Er hat aus Versehen den Steinschlag losgeschlagen. Dann war es tatsächlich ein Unfall. Ich habe Boltans Tod aufgeklärt. Du arbeitest jetzt für mich. Das hast du in der Tat. Was kann ich für dich tun? Gib vor, für Kaylee als Spion zu arbeiten. Stehe jedoch auf der Seite der Sträflinge. Du meinst, ich soll als Doppelspion arbeiten? Wer hat dich denn darauf gebracht? Das ist meine Sache. Machst du es oder nicht? In Ordnung. Kaylee wird von mir ab sofort nur noch falsche Informationen erhalten. Ferris dagegen wird alle Geheimnisse der Wachen erfahren. Hey, du! Hey, Mann! Was? Muriel arbeitet nun als Doppelagent für uns. Das hört sich gut an. Ohne dich wäre unsere Situation katastrophal. Vielleicht wäre der Vorfall eskaliert und Kalle hätte angefangen zu selektieren. Aber wieso hilfst du uns eigentlich? Nun, sagen wir es so. Nicht nur ihr seid der Meinung, dass die Sträflinge nicht in den Steinbruch gehören. Was auch immer das zu bedeuten hat, du hast deinen Wert für uns bewiesen. Allerdings brauchen wir von dir noch ein einziges Mal deine Hilfe. Worum geht es? Die Hälfte der Leute, die hier arbeiten, wurden zu Unrecht hierher geschickt. Es hat sowieso niemand verdient, unter diesen Umständen zu arbeiten, auch wenn Kaylee sie verbessern will. Deswegen plane ich bereits seit einiger Zeit einen Ausbruch, mit dem wir die Wachen umgehen und dem Steinbruch entkommen. In den letzten Tagen habe ich deswegen mit vielen Gefangenen gesprochen und sie überzeugt, dass ein Einbruch die letzte Möglichkeit für uns ist. Wie wollt ihr das anstellen? Die Wachen vertrauen dir inzwischen und Lyril bekommt alle wichtigen Informationen mit. Wenn du mit Lyrils Informationen es schaffen solltest, dass nachts alle Wachen schlafen oder nicht ansprechbar sind, könnten wir einfach ausbrechen. Allerdings benötigen wir Gefangenen einige richtige Waffen. Mit unseren Spitzhacken kommen wir in der Alt von Austrie keinen Fuß weit. Sprich dazu mal mit Lyril, er weiß Bescheid. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kommt zu mir zurück. Und bevor ich es vergesse, versuch mit möglichst wenig Leuten über den Ausbruch zu reden. Sonst schnappt das noch irgendeine Wache auf und Kaylee bekommt davon Wind. Können wir einpacken. Versuche auch möglichst wenig Leute hier zu verletzen. Einige Gefangenen sind allergisch gegen Wald, seit sie hier sind. Okay. Was haben einige Gefangene gegen Gewalt? Bevor du zum Steinbruch gekommen bist, war hier ein sehr sonderbarer Gefangener inhaftiert. Niemand kannte seinen Namen, aber predigte ununterbrochen, dass Gewalt keine Lösung sei. Mit seinen Parolen konnte er einige Sträflinge überzeugen. Ich bin mir sicher, dass viele Leute lieber im Steinbruch bleiben würden, als Blut fließen zu lassen. Was ist aus dem Friedensprediger geworden? Er hat sich zu Tode gearbeitet, genau wie die meisten, die hier gestorben sind. Wieso braucht ihr dann Waffen, wenn ihr unbemerkt ausbrechen wollt? Nicht jeder hier ist zu friedlich eingestellt. Die meisten würden notfalls auch die Wachen niederstrecken, wenn etwas schief läuft. Ja, dafür sind die Waffen benötigt. Okay. Okay, aber wir machen das trotzdem so. Wir gehen erstmal zum Schnüffi. Hey. Ich komme von Ferris. Er meinte, du könntest mir bei ein paar delikaten Angelegenheiten weiterhelfen. Was willst du wissen? Woher bekomme ich genügend Waffen her? Dir ist bestimmt schon dieser Schuppen aufgefallen, der immer abgesperrt ist. In dieser Bruchbude befinden sich die Waffenvorräte der Wachen hier im Lager. Soweit ich weiß, gibt es auch einen Schlüssel, aber ich weiß nicht, wo dieser im Moment ist. Notfalls musst du das Schloss knacken. Du kannst aber auch einfach Kaylee fragen. Nach all dem, was du für ihn gemacht hast, schuldet er dir noch was. Oder jedenfalls denkt er das. Wann schlafen alle Wachen? Niemals. Hier im Lager ist immer mindestens eine Wache auf den Beinen. Um 3 Uhr ist aber nur noch Craig wach, er hat die Wachschicht am Tor. Wenn er dort nicht mehr stehen würde, hätten wir freie Bahn. Wie kann ich ihn vom Eingangstor wegbekommen? Leg ihn ja nicht um. Die meisten Gefangenen mögen Craig. Wenn sie seine Leiche sehen, kannst du den Ausbruch komplett vergessen. Wenn ich du wäre, würde ich Kaylee davon überzeugen, dass jemand in der nächsten Nacht Craigs Wachschicht übernimmt. Biete dich am besten an. Wenn du Kaylee genügend Gold in den Rachen schmeißt, wird er es dir bestimmt gestatten. Wie lebt es sich so als Doppelspion? Hey, brüll das hier nicht so rum. Sonst bekommt Kaylee noch Wind davon und dann stecke ich hier richtig tief in der Scheiße. So.
So, da haben wir doch einige Informationen. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Geht's dann weiter hier? Und ich denke mal, dann ist der Ausbruch klar definiert. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst ein schönes Like, schönes Abo da und wir sehen uns. Tschüss.